War ja fast wie so ein Double-Shot. Ja. Wenn man irgendwie zwei Täter ausschalten will, zwei Gegner. Riverside. Da ist die nächste. Gerade geflogen. So, jetzt gucken wir mal. Erstmal außen, würde ich sagen, erstmal umgucken. Ja, erstmal das Gelände sichern, bevor ich reingehe. Mhm. Vorne, du hinten? Wir gehen zusammen rum, wir wissen ja nicht, was wir treffen. Cool, zwei Stück. Ja, es sind nicht nur zwei. Da kommen noch ein paar mehr, ja. Zwei waren sichtbar als erstes, das meinte ich. Aua, was greift mich an? Ratte? Ja. Hier ist noch ein Verbrannter. Einmal heilen. Millimeterpatronen, Pistolen. Ach Mist, jetzt habe ich die Infopistole mitgenommen. Ich schieb gleich erstmal raus. Naja. Rückstoßgedämpfte Impro-Pistole, wer braucht denn sowas? Mhm. Fusionszellen nehme ich mal mit, das ist Munition. Die Teufel. Schau, Teufel, die Karatte. Da ist einer auf dem Weg. Hat sich gerade wieder eingebuddelt. Die war gerade hinter dir. Ich muss gerade nachladen, dauert. Bitteschön. Oh, der Pool oder der kleine See hier war mal was Schönes. Doch, hier haben sie gerade Gasflaschen angeliefert. Nächste Ratte gespottet. Hab sie erwischt. Da ist aber noch irgendwo eine. Die ist hier hinten gerade hinter dir. Bewegt sich noch. Stolperdraht, Vorsicht. Hab ich gerade entschärft. Da ist noch eine Falle, warte. Irgendwas greift uns hier an. Geh mal raus da. Greift uns denn an? Oben an der Decke. Tesla-Bogen. Stromschläge. Schon. Nein, ich will zielen. Warum schlägst du denn die ganze Zeit? Ich wollte zielen, ich habe mich verdrückt. Also die Tesla-Spule da oben sehe ich gerade gar nicht. Die ist ausgeschaltet. Ich sehe auch hier, hier fehlt ein Tisch. Wird mir beispielsweise gar nicht angezeigt. Hm. Wollen wir hier hinten rein oder wollen wir woanders rein? Ich sammle, guck erstmal, was hier noch so rumliegt gerade. Hm. Nichts weiter. Munition war da. Ja, ich. Das habe ich schon alles weggefrühstückt. Ja, dann gehen wir hier rein. Ich glaube, ich habe gerade den Wecker. Wecker, sag ich schon, die Klingel gehört. Huch, jetzt habe ich mal aus Versehen geschossen. Yep, ich habe aber Ghule gehört. Ich höre auch Ghule. Gehen wir gleich hier links rein. Ja, klar. Hier links ist safe. Das ist die Waschküche. Hier ist die Waschküche. Mhm. Sturmfahrzeug, Schere. Was haben wir hier unten? Basecap, T-Shirt. Nix weiter.
Noch nichts zu sehen. Ich gehe erstmal hier lang. Ja. Ja, Ghoul. Das war mal ein Ghoul. Ja. Was hast du Schönes dabei, mein Freund? 38er Munition, die brauche ich nicht. Lass uns erstmal das Erdgeschoss abchecken, oder nicht? Ich wollte nur gerade gucken. Ja, hier wäre nämlich Besuch von oben gekommen. Na gut. Hab seine Freundin erschossen. Das ist die Oma. Mit der Axt. Das war die Axtmörder-Oma. Hier geht's noch weiter nach oben. Wir sollten erstmal, glaube ich, das Erdgeschoss clearen, oder nicht? Naja, deswegen gehe ich gerade wieder nach unten. Das war mir nur wegen den beiden netten Personen da. Mhm. Wir können in die Garage. Ich gehe mal kurz in die Garage rein. Was für ein Hillbilly-Haus hier. Fällt eigentlich nur noch der Typ mit der Kettensäge und der Ledermaske. Ah, wenn ich die Maske immer höre, denke ich immer, warum liegt hier Stroh? Oh, in der Garage ist es ziemlich laut. Ich sehe noch nichts. Jetzt bin ich auch drin. Was haben wir denn hier alles? Schränke leer. Heilmittel. Abgekochtes Wasser. Ach, war mal ein Auto. Brotpatrone. Und Klebeband. Kronkorken. 308er Patrone. Hier ist auch nochmal Kronkorken-Versteck gewesen, hier hinten in der Ecke. Oh. 40 Stück. Weiß nicht, ob die für dich auch noch da sind. Mhm. 40 ist eine Menge. Mhm. Bei mir waren es 32, reicht aber auch. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn? Oh, ich habe 818 mittlerweile. Nicht so viele, weil ich ja zwischendurch mal Baupläne und so gekauft habe. Ja. Ja, ich ja noch nicht. So, erstmal wieder reingehen da. Ja, es lädt bei mir gerade wieder. So. Oh, hier ist ein Koffer. Den entsperre ich mal eben. Ja, klar, wir brauchen. Hm. Hast du Luft geknackt? Noch nicht. Bin dabei. Na. Dann nehme ich erstmal die Kaugummis. Ja, oh, ich bin halt. Ich. Irgendwie ist das nicht der Koffer scheiße. Jetzt habe ich ihn. Ein Glaskrug. Hm. Was habe ich drin? Ein Buffout. So, einmal die Tür auf. Freunde. Oh. Hier sind's. Reihe Stufe 15. Oh, das war gerade richtig schön synchron. 08er. Pfeile. Jetzt sitzt er tot auf dem Stuhl. So, jetzt muss ich kurz mal aufsteigen hier. Oh, ich habe ein neues Paket gekriegt, neue Skillpacks. Ja, ich gönn mir mal kurz was essen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles bestellt habe. Weglaufen oder gefunden werden.
Ne, ist richtig. So. Ich hab vor 10 Minuten bestellt gehabt, gefühlt. Weiß aber absolut nicht mehr, was ich... Das gibt's auch manchmal. So, hier ist noch eine Tür. Die öffnen wir mal. Ja, ich gucke gerade, was ich skille. Ach du Kacke. Also, die Bude ist nicht gerade klein. Skill. Also ich kann dir gerade nicht helfen. Alles gut, ich verschwinde auch schon wieder. Ich glaube, ich bringe jetzt Freunde mit. So. Jetzt habe ich geskillt. Jetzt kann es weitergehen. Bude ist ja auch auf der Karte recht groß. Bude ist vor allem voller. Aber lieber Ghule als Supermutanten oder leuchtende Viecher. Dann habe ich lieber Ghule, muss ich sagen. Red Array und Dings, das ist auch schon mal gut. Dann nehme ich mir lieber ein paar Ghule vor als die anderen Viecher. Ja, Ghule kriegst du halt immer schön kalt, ne? Ja. Ein Brettspiel. Das nehme ich mal mit. Für die langweiligen Momente der Apokalypse. Apokalypse now. Wer schießt hier? Wo denn? Bitte. Da oben. Headshot. So, wo waren wir denn jetzt hier noch nicht alles? Ich gehe gerade die Treppe hoch, um die zu looten. Naja, so schnell despawnt ja der Spaß nicht. Oben habe ich jetzt mal gesaved, den Bereich. Ich muss dringend was trinken. Komm, muss hier erstmal klarkommen. Essen muss ich auch noch was. Hör auf, von Essen zu rühren. Ich habe hier was Dampfendes, Heißes neben mir. So, ich habe jetzt erstmal gefuttert. So. Hier ist noch ein Whisky. Wo? Oh. In der Kiste. Naja, das heißt nicht, dass er bei mir auch da ist. Bei mir, ja doch, ist er. Und ein paar Äpfel sind noch da. Na, bei mir war noch eine Krötenkeule, glaube ich, dabei. Hier brauchen wir Skill 2 für. Tür öffnen. Den Koffer habe ich mal geknackt gehabt. Gemüsestärke. Für die eine Tür brauchen wir Skill 2 hier drüben. Mhm. Für die hier. Ich habe nur Skill 1. Ich habe 0. Bisher. Wo wolltest du jetzt hin hier? Wo bist du überhaupt hin? Hier. So, wo waren wir denn jetzt? So, hier geht's wieder raus, oder? Ja, ich glaube ja. Wo waren wir denn jetzt? Nein! Vordereingang. Ah, okay. Das ist eine leere Weinflasche.
Hier ist eine Geheimtür. Die ist gerade aufgegangen. Cool. Komm mal, ich glaube, ich gehe gerade raus. Komm mal an meine. Hier geht's in den Keller runter. Ich bin gerade im Ladebildschirm. Ich kann nirgendwo hingehen. Das ist wie ein Bunker. Ich bin draußen. GG. Dann musst du wieder reinkommen. Ich bin dabei. Also hier wohnten ein älterer Herr und eine Dame. Hier hängen die Bilder davon. Und war doch eben gerade schon im Foyer, die gute Dame. Ich bin mal gerade gespannt, was hier unten gleich kommt. Das ist wie ein Panic Room hier hinten. Das ist so eine Art... Oh, Lasergitter. Ach, das ist wieder die Geschichte mit Blau und Violett hier unten. Kommst du? Da steht auch, lüfte das Geheimnis von Dingsbums. Von Riverside Manor. Alter, was hat er sich hier gebaut? Ich komm hier nicht durch. Lauf durch. Geht nicht. Wieso nicht? Ich muss vielleicht das rein. Ich weiß nicht. Begeben Sie sich für die Registrierung bitte zu einem Terminal. Das ist ein Vault. Oh, stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst, ich hätte mal eventuell das Game ändern müssen. Ach, Junge. Ich bin immer noch bei Emergency. Tritt dem Orden der Mysterien bei. Jetzt geht. Mach ich sofort. Ich komm nicht rein. Partout nicht. Ich bin jetzt gerade an dem Terminal. Zugriff auf Missionsauswahl, Missionsberichte, Datenbank, über Kryptos. Mysterienhandbuch. Oberen. Ja, ich ändere Sekunde. Alles für Lesekram. Es ist riesig hier unten. Eine medizinische Abteilung. Krass. Ist erledigt. Ich kann dir aber gerade nicht sagen, warum du nicht reinkommst. Du musst warten. Wo das blau wurde, konnte ich rein. Naja. Und dann hat sich die Tür geöffnet. Und dann hatte ich freie Bahn. Ich plündere hier erstmal alles. Hier gibt es nämlich eine Laborstation. Hier kann ich dingsen. Handscanner. Was ist das hier? Kein Zugang. Okay. Dann muss das irgendwo geknackt werden. Hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Ich will mal alles schön durchsuchen hier. Es geht ja noch viel weiter hier unten. Alter. Ja, anstatt dass du mal auf mich wartest. Ja, ich hab doch auf dich gewartet. Du kommst ja nicht. Ja, rein. Schön. Du kamst ja weil nicht die Tür rein. Ständig wieder zugeht. Die ist bei mir automatisch aufgegangen. Siehst du? Ist ja wieder automatisch offen. Ich gehe durch. Und ich geh durch. Was soll ich machen? Weil die Tür da oben zugeht. Mach mal bitte. Geh du mal hoch und lass mal die Tür offen. Wie soll ich die denn offen lassen? Da ist ein Knopf. Sie ist offen. Jetzt ist violett, jetzt wird's blau. Jetzt kann ich durchgehen. Nö. Nix, nada, niente. Weiß ich auch nicht, was los ist bei dir. Hast du eventuell irgendwie was aufgesammelt? Nö. Das ist Mysterien, das ist die Quest, die ich ja angenommen hatte. Also die ich automatisch hatte tatsächlich. Ratskammer, hier gibt es eine Ratskammer. Ich versuche ja gerade irgendwas zu finden, ob ich das irgendwo ausschalten kann, aber ich habe bisher noch nichts gefunden. Die Tür halt ist mir auch offen. Die Tür geht halt ständig auf, aber... Ich suche ja gerade irgendwas. Wüsste nicht, dass wir auf dem RTW mit Waffen handeln haben...
Wie schon der sie sagt, das ist was Neues. Was? Ist halt eine neue Sache von wegen. Irgendwas sind hier auch Ghoule, ich hab's ja aber noch nicht gefunden. Hier oben sind zigtausend, weil ich komme ja nicht mehr. Hier unten brummelt aber auch irgendwas rum. Ich weiß auch nicht, warum ich dich da nicht durchholen kann. Wie gesagt, ich suche ja gerade selber, ob ich irgendwo die Möglichkeit habe, in irgendeinem Terminal die Sachen zu öffnen. Ich suche ja gerade Terminals, aber ich finde hier keine. Hier sind viele Plattformen, Herstellerbenutzer, Herstellungsdienst. Ich habe einfach die Vermutung, dass du irgendwie irgendwas aufgesammelt hast. Der Schleier, der abgetragene Schleier, den habe ich gerade verbessert. Den musst du aufsetzen. Ich habe ja nämlich gerade unten an einem Computer den abgetragenen Schleier verbessert. Anscheinend ist das dein Entry Code sozusagen, dass du den Schleier trägst. Den habe ich an. Damit kommt, das kann ich mir vorstellen. Du hattest aber eben noch, glaube ich, deine Gasmaske auf, oder nicht? Das hat bei mir anscheinend gebuggt. Ich habe ihn an und wieder ausgemacht, danach ging's. Na siehste. Jetzt kannst du auch mal hier rumgeistern. Es ist riesig. Das geht nachher noch weiter hier unten, habe ich gerade schon gesehen. Es geht noch nach unten. Das ist wie nochmal ein eigener kleiner Vault. Und es gibt alle möglichen Reparaturdinger hier. Das heißt, du kannst alles einsammeln. Also alle möglichen Werkbanken sind hier verteilt. Im einen Raum. Ja, da hat das bei dir gebuggt. Das kann natürlich sein. Right away. Was haben wir hier? Ein Gang. Alter. Bin gerade angemeldet. Hier ist nochmal ein Lasergitter. Okay, da will ich jetzt noch nicht durch. Kannst sogar Missionen auswählen. Ja. Wie gesagt, es gibt hier eine komplette Werkstatt mit allen Werkbanken, die du brauchst. Es gibt hier unten noch. Hier unten kannst du irgendwo deinen Schleier verbessern, wo ich nämlich jetzt gerade bin, da wo die Bergbanken auch sind, da habe ich das nämlich eben gemacht. Da ist die Sanitätsstation, da war ich schon. Da war der Konferenzraum, da war ich auch schon. Hier ist auch noch. Boah, hier geht's. Ey, ist das Ding riesig. Hier geht's noch Treppen nach oben wieder. Krasses Ding. Na, ich wollte jetzt nicht ran. Gegenstände verwerten. Alles verwerten. Zack. Stichflügel, Stachel kann auch weg. So. Zuckerbrot, das sind die neuen RTWs. Was meint ihr? Mit Waffen für die Leute, die nicht spuren. Hä? Wer nicht spurt, kriegt eine Kugel zwischen die Augen. Was machst du denn da drüben für Geräusche? Hier gehen wir nachher durch. Hier ist nochmal ein Lasergitter. Hier war ich eben schon. Was machst du denn da oben jetzt eigentlich? Ich bin immer noch in den Tüten drin. In der Tüte. So, hier ist noch was. Ist auch lustig. Wir hören gerade Wintermusik. Aha. Bei mir. Und Darky verwirrend, check, ja. Darky ist mir heute zu hibbelig. Nee, ich will einfach nicht die ganze Zeit an einer Stelle rumstehen, das wird langweilig. Ja, kein Wunder. Ich such mich hier durch. Naja, hier wollte ich hin. Ja,
retten. T, alles weg. Essen und Trinken aus, gut. Weil da, wo ich bin, kannst du deinen Schleier verbessern. Dann kriegst du nämlich einen Schleier der Geheimnisse. Ja. Hummeln im Arsch. Man kann nicht mal 2 Sekunden Ruhe ruhig stehen bleiben. So, das haben wir auch verwertet. Und du hältst das schon seit 11 Jahren aus. Da ist auch ein Hummelbad. Ich fühle mich immer in seiner Gegenwart wie so ein 40 Jahre alter Mann. Ja, wir streamen nun mal. Da kann man nicht 2 Stunden an einem Platz stehen. Oh, jemand hat eine Atomrakete gestartet. Aber... Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Ach da. Gab wohl wieder zu viel Kaffee. Yep. Sehr ganz wahrscheinlich. Weit weg ist der Atomschlag. Ne, da drüben an dem Terminal musst du deine Maske verbessern. Da machst du dann aus der FFP1 eine FFP2-Maske. Oder eine FFP3 sogar. Ah, 308er und Injektor-Munition nehme ich mit. Ding ist echt riesig. Missy, keine Sorge. Ich lasse den jungen Hüpfer erstmal rumherhüpfen. Futter gemütlich und dann. Was ist das denn hier? Wo kommt man hier hin? Ach, das ist... Macht eigentlich gar keinen Sinn, dieser Raum. Dieser Raum macht überhaupt keinen Sinn. Ich drüben nochmal gucken. Back. Jo, hatte ich vorhin auch. Ne, der Raum macht so null Sinn. Alles führt im Kreis rum, irgendwelche komischen Wände, Treppen. Das Ding ist komisch. Er ist auch als Baby in den Topf gefallen mit Sabbelwasser. Aha. Deswegen streame ich auch. Scheiße. Mache ich deswegen auch Stream? Also der Raum hier drüben macht null Sinn, wo ich gerade bin. Ich habe einen zweiten Ausgang gefunden. Ja, da war ich vorhin auch schon, dieses zweite Lasergitter. Aber ich weiß nicht, ob das ein Ausgang ist oder ob das weitergeht an der Stelle. Weil die Quest ist noch nicht beendet. Du hast den Schleier verbessert und der wird immer noch als Quest angezeigt. Er hat nämlich dieses Quest-Ding drüber. Und gut, er wird jetzt an Riverside Manor direkt, wird keine Quest mehr angezeigt, aber irgendwas wird es hier sicherlich noch geben. Nicht nur, dass wir das Ding verbessern können. Ich sage ja, der Raum, dem ich gerade war, hier hinten, der macht gar keinen Sinn. Ich bin gerade alle Treppen lang gelaufen und du kommst immer wieder an derselben Stelle raus. Und in der Mitte hast du so eine komische Mauerkonstellation. Weil das auch ein Raum für eine Prüfung ist. Du kannst hier nämlich eine Prüfung erstellen. Ah, weil wenn du hier nämlich rumläufst, kommst du einfach nur auf diese Emporen. Das war's. Dann kannst du höchstens hier über diese Wände klettern, aber wo das dann hinkommen soll, ob du da irgendwo hinkommst, hab ich nicht verstanden.
Wie gesagt, ob das der andere ein Ausgang ist, weiß ich nicht. Hier ist nochmal ein Raum, hier kommen wir nicht rein. Hier musst du mit dem Handscanner und der ist bei mir rot. Jetzt mal eine Mentorin zugewiesen. Was hat das jetzt gebracht? Keine Ahnung. Komm ich jetzt da oben rein? Headmistress Office. Nee. Das ist das Büro der Chefin vom Orden. Dieser Bunker gibt Rätsel auf. Na ja, gut, passt ja zum Namen. Mysterien. Alles schon durchgeguckt. Wo führt denn dieser Gang hin mit dem Lasergitter? Wahrscheinlich müssen wir erstmal oben wieder irgendwas finden. Hier sind Aufzugskapseln. Wie gesagt, wahrscheinlich müssen wir oben was finden. Und Zuckerbraut, ja, wahrscheinlich. Hier hinten sind Aufzugskapseln, ich nehme mal eine davon. Mal gucken. Ja, ich glaube, da kommst du wieder raus. Ja, anscheinend müssen wir wirklich noch irgendwas finden. Ich habe jetzt mal hinten bei dem zweiten Lasergitter so eine Aufzugskapsel genommen. Ich habe da noch nie Pommes gegessen, deswegen. Ja, da kommst du wieder raus. Oh! Viecher. Maulwurfsratten. Komm her. So, erledigt. Ah, wir sind jetzt ein Stückchen weiter ab vom Haus. Ich bin im Haus. Hab einen Fahrstuhl genommen. Kannst ja mal eine übrig lassen, dann kann ich auch mal eine probieren. Ich bin jetzt auf der anderen Straßenseite, komischerweise. Ich habe Freunde überall. Ich muss erstmal wieder zum. Dann muss ich wieder zum Haus zurückkommen erstmal. Min! 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 Aua! Wer hat denn dieses Auge vermint? So, da ist das Haus wieder. Dann komme ich mal wieder zurück. Wir wollen ja mal gucken, wo diese Fahrstuhldinger hinführen. Aber anscheinend im Männer haben wir jetzt soweit die Quest erledigt. Keine Ahnung, wo die uns dann weiterhin führt. Auf jeden Fall hat diese Maske immer noch ein Quest-Symbol. Das heißt, für irgendwas ist die noch gut. Ja, hier oben kannst du auch noch Terminals finden. Gäste-Terminal. Ja, ich bin gerade wieder drin. Wo bist du denn?
Oben. Hier ist auch noch eine Tür, die ich noch nicht gesehen habe. Oh! Ich hab richtig Glück. Ich hab den Glückswackelkopf gefunden. Ich seh dich. Warte. Nicht erschrecken, ich komm. Da bin ich. Was für Fleischhaufen. Gästezimmerterminal. Oh, ein Koffer zum Entsperren. Machen wir das. Oh, ich kann Speiseöl sammeln. Wolltest du was grillen oder so? Oder was braten oder so? Ja. So ein Eichhörnchen am Spieß? Ja. Schimmeliges Essen. Studentin, Arbeitskalender, Fanpost, persönlich gut. Ich hab nicht Weinflasche, die ist leer. Ja, ich habe aber nicht direkt einen Dings. Hier geht's weiter nach oben. Ja. Da ist ein Ghoul. Freunde. Da war ein Ghoul. Autsch, wer haut mich denn jetzt? Du raus, du kommst du mir jetzt plötzlich her. Jetzt habe ich so viel 308er mittlerweile. Krass. 500 Schuss. Splittergranaten, gestärkte Lederrüstung. Hier ist sogar noch Klopapier und Seife. Boah, der Tresor muss richtig gut sein. Pastorengewand. Skill Level 3. Hier kannst du dich als Pastor verkleiden. Danke, nee, ich verzichte. Eine Baseballgranate mit einem Plus. Huch. Nee, das wollte ich doch. Ich nehme alles mit. Ich nehme mal den Pastor. Plasma 44. Und eine 10mm Automatik. Taschen. Metallrüstung, rechter Arm. Oh, das erhöht meine Taschen. Geil. Ich hab nichts aufgehoben, Nessi. Ich heb doch nie was auf. 5,6er. Das Insta-Püree könnte man mitnehmen. Essen kann man immer mitnehmen. So. Ich glaube, hier hat es mal gebrannt. Sieht so aus, ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber hier hat es mal gebrannt. Ja, die Küche ist abgebrannt. Ach, da hat mal wieder einer den Herd angelassen. Nein, wir wollen nicht raus. Da hat mal wieder einer den Herd angelassen. Da ist noch ein Terminal. Entsperren, Schlüssel erforderlich. Anmeldedaten von Heron Olivia Rivers für Terminal erforderlich. Ja, brauchst du überall. 308er nehme ich mit. 10mm nehme ich auch mit. Alien Blaster Patronen. Ja, habe ich auch schon ein paar gekriegt. Sind bei mir in der Kiste, weil kann ich auch noch nichts mit anfangen. Scheint irgendwie. Den Alien Blaster habe ich auch noch nicht in der Hand gehabt. Keine Ahnung. So, ich glaube, jetzt können wir nach ganz oben. Geht's da raus, da rein? Dach. Ich muss erst. Geht's aufs Dach. Ich muss erst mal was trinken. Mach das. Ich kann das auch mal tun. Und hier unten waren wir auch noch nicht überall. Unten? Doch schon. Wir waren, glaube ich, schon überall. Ja, doch. Scheinbar. Deswegen, ich bin ja gerade hier oben. Jetzt geht's aufs Dach. Ja, lädt er erstmal wieder. Kann ich bis dahin mal ein bisschen mampfen. Aber Zuckerbraut, wie war denn so dein Weihnachtsfest bisher? Hab irgendwas Pieksiges im Rücken. Kabelbinder. Ich hab da so ein Messer im Rücken stecken. So, Dach.
Ich bin da. Hier ist aber keiner bisher. Nö, bisher nicht. Buff-Test-Schlosser, Schraubenzieher, Tresor. Ah, gut, den Tresor können wir nicht nehmen. Zwei. Schere brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, ich glaube, hier geht's auch nur wegen dem Tresor auf Dach. Da, ne, da hinten ist noch eine Treppe. Alles ruhig. Dann geht's auch wieder runter. Ja, hier ist ja auch noch ein bisschen was. Hier ist Treibstofftank. Hier geht's auf diese Ebene. Werkzeugkiste. Hier hinten ist Munition und ein Improbewehr, wie das aussieht. Ja, was haben wir denn hier? 308er, nehme ich mit. Hier liegt nochmal ein Fernglas. Du hast ja anfangs Ferngläser gesucht, jetzt werden sie dir hinterher. Ich habe noch keins. Hier liegt eins. Und ein Improgewehr. Naja, ich guck gleich. Ja, das war irgendwie eine Scharfschützenstellung anscheinend. Hier sind nämlich auch Sandsäcke. 38er Munition. Hier drüben ist schon mal nichts weiter. Auch nichts. Ja, wir haben auch in Riverside Manor die Quest auch abgeschlossen, ja. Ah, die Quest geht weiter in Lewisburg. Da sollen wir uns mit der Mentorin dann treffen. Richtung Süden runter. Aber wir könnten erstmal rechts das Haus abchecken mit den Kuppeln. Das sieht auch sehr interessant aus. Oh, endlich, ich besitze ein Fernglas. Hier, guck mich mal an. Ich bin der Priester und ich bringe den Tod. Nessie, wie ist sonst so dein Essen? Außer, dass die Pommes recht salzig sind. Ich glaube, wir können hier vom Dach springen. Also hier ist es nicht so hoch auf den Zinnen. Ist da oben noch irgendwas? Ich gucke gerade. Hier sind Kanonen. Was für Kanonen? Hier sind fucking Kanonen. Da. Ja. Damit kann man sich auch Leute vom Arsch halten. Stimmt. Essen. Schade, dass wir die nicht benutzen können. Stimmt. Schmutziges Wasser. Salisbury Steak. Du hast eine Begabung, ständig mit deinem Zeug im Weg zu stehen. Das ist Wahnsinn. Ja. Schnitzel und Salat waren gut. Wir können hier von den Zinnen runter. Aber wollen wir dann die Mission gleich weitermachen? Ist das weit weg? Das ist nicht weit weg, aber ich habe überlegt, ob wir erstmal zu der Hütte hier rechts von uns gehen. Dieses weiße Haus mit den Kuppeln. Das ist auch ungefähr, das ist auch sogar noch ein Stückchen näher. Und dann könnten wir runter zum, nach Lewisburg. Lewisburg scheint wieder eine kleine Stadt zu sein. Weil da hinten ist auch nochmal ein geiles Haus, das sieht man sogar schon. Das nämlich da hinten ist das. Ja, ich müsste aber erstmal irgendwie leer werden. Ja, dann müssen wir unser Camp wieder verlegen am besten. Oder verlegst du diesmal das Camp? Kann ich machen, Sekunde. Ich will nur schon mal ein bisschen näher an das Haus rangucken. Hier mal so ein bisschen sichere Entfernung abchecken, wie das aussieht. Eigentlich ganz hübsch. Dann suchen wir nach einem Platz fürs Camp. Bin dabei.
Das Radar abschauen vor mir. Ich seh's. Ich glaube, ich kann noch nicht drauf schießen. Verfehlt, weil er sich bewegt hat, die da auch. In dem Moment, wo ich schießen will, rennt er weg. Bleib doch mal da stehen, Mensch. Einfach nur sterben. Ist das so schwer? Ach, jetzt ist ein Gebüsch verschwunden. Junge, wo bist du? Ich will dich töten. Schluss mit lustig! Den hat's erledigt. Na, was hast du dabei? Schrotpatronen und eine doppelläufige. Mit einem Plus dahinter, das ist eine gute. Die nehme ich mal mit. Wer schießt hier jetzt noch? Ah, ein Schatzsucher ist hier. Stell mal noch eine Zerlegedingens auf. Warte mal. Du stehst im Weg. Ja, ich bin gerade dabei, eine herzustellen. Ja, dann mach mal. Hinter dir.